zwei deutsche Sportler neue Weltrekorde im Eistauchen aufgestellt. Ohne Flossen und Sauerstoffflasche konnte Nick Linder eine Strecke von 89 Metern unter Eis zurücklegen und damit den Weltrekord brechen. Hey, 1 Minute und 29 Sekunden lang musste er dafür die Luft anhalten. Als tiefster Mann unter Wasser gilt ab heute der Deutsche Andreas Papp. Mit einem Schlitten samt Hebersack schaffte er es ohne Sauerstoff in eine Tiefe von 65,5 Metern.